Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, blickt trotz hoher Zustimmungswerte für die AfD in Ostdeutschland optimistisch auf die Entwicklungen. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel betonte er, dass Ostdeutschland ganz klar eine Chancenregion sei und fügte hinzu, Zitat, es ist noch nicht im Bewusstsein des Landes, dass die höheren Wachstumsraten in Ostdeutschland sein werden. Der SPD-Politiker warnte jedoch vor einer einseitigen Wahrnehmung des Ostens in Bezug auf die AfD. Er wies darauf hin, dass dies ein gesamtdeutsches Problem sei und betonte, dass die Wahrnehmung von Ostdeutschland langsam differenzierter werde. Zitat: Das hinterlässt Frust. Irgendwann entwickelt sich wegen der ständigen Katastrophenberichterstattung dann Trotz, so Schneider gegenüber dem Tagesspiegel. Der 48-Jährige betonte, dass viele Beschäftigte in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung erniedrigende Erfahrungen gemacht hätten. Ihre Arbeit sei plötzlich nichts mehr wert gewesen. Zitat: Es ist ganz wichtig, dass die Menschen spüren, dass sie selbst die Träger der Veränderung sind. Er sieht in der AfD die, Zitat, größte Gefahr für das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung in Ostdeutschland. Schneider betonte mit Blick auf die anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen, die Menschen müssten verstehen, dass es nicht nur um Protestwahlen gehe, sondern dass die Entscheidungen das Leben der Wähler verändern könne. Zitat: Wenn die Menschen AfD und Fremdenfeindlichkeit wählen, dann wird dies Nachteile in ihrem Leben haben. Wer hat denn Lust, in eine Gemeinde mit einer AfD-Mehrheit oder einem AfD-Bürgermeister zu ziehen? Trotz der steigenden Zustimmung für die AfD zeigte sich Schneider optimistisch. Zitat: Auch wenn die AfD-Zahlen in den vergangenen Monaten nach oben geklettert sind, ich bin eigentlich optimistischer als vor 10 Jahren. Er glaubt, dass die AfD ausmobilisiert sei und keine Luft mehr nach oben habe, zumindest im Osten.